Wir sind heute in Ammersbeek, hinter mir das Clubhaus des Golfclubs Walddörfer. Wir treffen heute einen Mann, der seit vielen Jahrzehnten in Hamburg als Unternehmer sehr erfolgreich ist, aber vor allen Dingen auch als Kulturstifter, als Mäzen. Der Grund für dieses Golfturnier, was wir heute hier erleben werden, ist eine Stiftung, die sich um ein ganz besonderes Projekt in Hamburg kümmert, nämlich die Hamburger Hip-Hop Academy. Das Ziel ist, über Musik und Tanz Kinder und Jugendliche in Problemstadtteilen zusammenzubringen. Heute treffen wir Hamburgs Helden Ian Karan. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Sehr gerne. Integration ist ja für Sie ein ganz wichtiges Stichwort. Genau. Kinder, Jugendliche, ist es ein Stück weit auch, weil es Ihre eigene Geschichte ist? Absolut. Ich weiß, wie wichtig Integration ist. Ich weiß, wie wichtig die Sprache ist. Wir müssen alles tun, dass die Menschen, die zu uns kommen, als allererstes die Sprache lernen. Weil ohne Sprache sind die Zaungäste, wollen nie mittendrin sein. Und was sind die wichtigsten Charaktereigenschaften, die man braucht, um so wie Sie dann schnell Fuß zu fassen und auch beruflich sehr schnell erfolgreich zu werden? Also zuallererst braucht man ein bisschen Glück. Und ich habe in meinem Leben sehr viel Glück gehabt. Am Ball bleiben, eine gute Idee haben, und diese Idee verfolgen. Und Beharrlichkeit. Beharrlichkeit ist sehr wichtig, ja. Wenn man schnell aufgibt, dann ist es schon vorbei. Ich habe schon in meinem Leben etliche Male Nackenschläge bekommen. Ich war mal praktisch am Boden. Aber ich habe damals zu mir gesagt, das habe ich einmal geschafft, das kann ich noch mal. Und immer wieder am Ball geblieben. Und dann auch durch ein bisschen Glück und auch die Weltkonjunktur habe ich eine sehr erfolgreiche Firma gegründet und aufgebaut. Wir haben ja Said hier bei uns heute. Said kommt aus Afghanistan, ist unser Assistent. Und Said ist unser Auszubildender seit kürzester Zeit. Und eigentlich, wenn Sie jetzt Said oder vielen anderen jungen Menschen in wenigen Sätzen erklären würden, was würden Sie ihnen sagen, was ist das Wichtigste, wenn man nach Deutschland kommt und hier Fuß fassen will? Ja, also abgesehen davon, dass man die Sprache lernt, um die Kommunikation zu ermöglichen, muss man schon versuchen auszusuchen, wo die Talente liegen. Wo ist man gut, wo kann man sich einbringen. Manche sind ja besser Techniker als Kaufleute, andere werden vielleicht bessere Mediziner. Das muss man erstmal sondieren und gucken, wo ein Beruf liegt. Und dann versuchen, dort voller Einsatz zu bringen, um Erfolg zu haben. Ihr Engagement, Ihr soziales Engagement ist ja vielleicht auch, wir haben es ja recherchiert, durch Ihre Großmutter ein Stück weit oder Ihre Familie insgesamt beeinflusst? Meine Großmutter war die allererste Christin in unserer Familie, in einem Dorf voller Hindus. Und sie hat es vorgenommen, zu versuchen, Leute zu bekehren, zu Christentum zu bringen. Und sie war in der glücklichen Lage, finanziell unabhängig zu sein. Und wenn die Bauern zwischen Saatzeit bis hin zur Ernte eine Dürre gehabt haben, kamen die dann zu meiner Großmutter und haben Geld geliehen. Und meine Großmutter hat immer gesagt, keine Zinsen, aber dafür muss er in die Kirche kommen. Und wir als Kinder, wenn wir fremde Gesichter gesehen haben, wussten wir schon, aha, das ist jemand, der unsere Großmutter Geld schuldet. War nicht immer der Fall. Manchmal haben wir auch den Falschen verdächtigt, aber meistens stimmt es. Also Nächstenliebe haben Sie schon von Kindesbeinen an gelernt und gelebt. Und das ist auch wahrscheinlich einer der Gründe, warum Sie heute so viel geben. Dadurch auch, weil ich selbst ein Vollweißer war, war ich angewiesen auf viele, also Hilfe von anderen Menschen. Und ich bin auch immer wieder erstaunt gewesen, wie hilfsbereit Menschen waren mir gegenüber als junger Mensch oder auch als kleines Kind. Und das hat mich immer geprägt. Zweimal im Jahr veranstaltet Ian Karan ein Golfturnier. 70 Teilnehmer, ein entspannter Tag im Grünen. Der Hamburger Unternehmer ist bekannt als einer der großen Gönner und Mäzene der Stadt Hamburg.
Unter anderem stiftete er das Ian Karan Auditorium im Bucerius Kunstforum und Kuratoriumsvorsitzender beim Hamburger Theaterfestival. Am Abend dann ein Gala-Diner. 30.000 Euro werden heute zugunsten der Hamburger Hip-Hop Academy gesammelt. Also die Hip-Hop Academy macht sehr gute Integrationsarbeit und der Zweck unserer Stiftung ist auch Integration, Sprachförderung. Die Arbeit, was die da machen, für etwa 600 bis 700 junge Menschen, ist enorm wichtig. Der 78-jährige Unternehmer empfängt uns in seinem Büro. Ian Karan im Unruhestand. Jeden Tag wählt er Projekte für die Stiftung aus. Wenn man mit Liebe die Menschen begegnet, kann man auch Frieden haben und ein gutes Leben führen. Und wenn es einmal gut geht, dann hat man die Verpflichtung, die Minderbemittelten unter die Arme zu greifen. Zweimal im Jahr veranstaltet Ian Karan ein Golfturnier. 70 Teilnehmer, ein entspannter Tag im Grün. Der Hamburger Unternehmer. Ich bin ohne Hochschulabschluss, ohne Sprachkenntnis, ohne Freunde, ohne Job, also praktisch auf Null anbelangt hier angekommen. Und ich habe das Fortun gehabt, dass viele Menschen mir über die Jahre immer wieder geholfen haben. Und das, was ich erreicht habe, habe ich nicht nur erreicht, weil ich irgendwo was getan habe, sondern auch, weil ich von vielen Menschen Unterstützung bekommen habe. Von Freunden, von Banken, von Kunden, sodass ich immer wieder diese Verpflichtung fühle, dass ich was zurückgeben muss. Und daher auch der Stiftungszweck von uns, jedes Kind die Möglichkeit zu geben, die Sprache zu lernen und somit den Schlüssel zur Integration zu finden. Was können Sie über Ihre Stiftung bewegen? In der Stiftung selbst sind alle meine Kinder eingebunden, weil es ist mir wichtig, dass die Arbeit, die ich heute tue, auch fortgeführt wird. Mein Leben ist irgendwo in ein paar Jahren vorbei. Und es wäre schade, dass das, was wir aufgebaut haben, dann nicht mehr fortgeführt wird. Ich würde, wenn ich konnte, alles, was ich habe, abgeben. Das kann ich nicht, weil ich muss auch irgendwo sicherstellen, dass die Familie auf eine gute Basis gestellt ist. Aber ich weiß auch, dass es viele andere Menschen ganz anders geht.